Hallo. Hallo. Und ein herzliches Willkommen natürlich zu dem kleinen Interview. Einen herzlichen Glückwunsch auch zu dem Preis. Ich habe schon gerade gemerkt, hier wird Spaß gemacht. Wie viele kluge Köpfe stecken denn hinter dem Preis letztendlich? Also letztendlich unsere beiden Köpfe, die mehr oder minder klug sind. Ich glaube, so gemeinsam haben wir das entwickelt. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung. Das darf man natürlich nicht vergessen. Genau. Also steckt ein bisschen Womanpower dahinter. Fast ausschließlich, ja. In der internen Kommunikation bei uns. Finde ich gut. Was funkelt denn an Ihrem Projekt besonders breit und hell vor allen Dingen? Ich glaube, das, was am besonders funkelt, ist, dass wirklich die Mitarbeiter uns ganz stark im Vordergrund stehen und dass bei uns die interne Kommunikation halt nicht nur auf dem Papier steht, sondern erlebbar ist. Also, dass die Leute wirklich das zum Anfassen haben und dass das Ganze wirklich Spaß machen muss. Der Preis ist jetzt der erste, der mit nach Hause genommen wird für die DIBA, von dem DPWK zumindest. Nein, wir hatten die Ehre, vor 2 Jahren schon mal zu gewinnen, auch beste interne Kommunikation, damals mit einem Event. Und da haben wir gemerkt, dass hier eine sehr kompetente Jury ist und seitdem haben wir dann uns auch jedes Jahr beworben. Letztes Jahr sind wir unter die Finalisten gekommen, haben nicht gewonnen. Dieses Jahr sind wir wiedergekommen und es hat irgendwie ganz gut geklappt. Dafür aber auch mit einem Knall, ne? Mit einer Supernova. Was sagen denn die Konkurrenten im Markt? Was stellen sie sich denn vor, wenn sie dann mit dem Preis dastehen? Oder was zeichnet ihre Kommunikation dann als funkelnder, als besser heraus als die von den Konkurrenten? Ich glaube schon, dass wir gerade im Bereich der Banken oder Finanzdienstleistungen schon eine ganz besondere Unternehmenskultur haben und auch eine ganz besondere Kommunikationskultur, die Mitarbeiter einfach wirklich in den Mittelpunkt stellt und ja, eben nicht trennt zwischen interner oder externer Kommunikation. Und ich glaube, das macht uns ganz besonders. Ich glaube, wir sind nicht so altbacken wie die anderen Banken. Das können wir jetzt so stehen lassen, ne? Als positiv. Super, das war es dann auch schon. Ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß bei dem Preis. Gerne. Dankeschön.